Punkte dafür wären für andere Menschen mit Charakter ausreichend, um zurückzutreten. Das Ganze wurde auch von Seiten, womöglich hat der Held auch da seine Politik des Täuschens. Ja, wir saßen vor Weihnachten mit Gundersblum bei einem Freund zusammen und alte Schulfreunde. Und da kam natürlich auch das Thema Markus Held zur Sprache und da ist zum ersten Mal das gefallen, dass man vielleicht Demonstrationen machen müsste. Und über Weihnachten, über die Feiertage hatte sich die Sache leider nicht aufgelöst, sodass ich dann den Schritt gewagt habe. Ja, es war eine sehr aufregende, spannende Zeit und im Nachhinein ja, bin ich froh, dass es dann doch so schnell ging, dass Herr Held so schnell zurückgetreten ist und dass sich in Oppenheim viel verändert hat und mit Herrn Jetz wir einen guten neuen Bürgermeister haben. Also es war für mich von vornherein klar, dass ich jetzt nicht in den Stadtrat will und schon gar nicht Bürgermeister werden will. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich nach der nächsten Kommunalwahl auch in dem einen oder anderen Ausschuss, wenn ich darum gebeten werde, bin. Aber jetzt nicht in erster Reihe die Politik mitgestalten will.